Nebenhöhlenentzündung kann akut sein, sie kann aber auch chronisch sein. Eine akute Nebenhöhlenentzündung kann extrem schmerzhaft sein. Sie äußert sich in der Regel durch ein extremes Druckgefühl um die Augen herum, aber auch im Stirnbereich kann es entsprechende Schmerzen geben oder sogar vielleicht in der Mitte des Kopfes, ganz oben auf dem Kopf, können die Schmerzen ausstrahlen. In der Regel ist die Nasenatmung blockiert und es in einzelnen Fällen fließt auch eitriges Sekret aus der Nase nach vorne und nach hinten herunter. Das Riechvermögen ist in den meisten Fällen hier auch herabgesetzt. Das gilt sowohl für akute als auch für chronische Entzündungen. Und in der Regel ist es so, dass die gut zu merkenden akuten Beschwerden eben zu einer Behandlung führen mit abschwellenden Nasentropfen in der Regel und einer antibiotischen Behandlung. Selten sind operative Maßnahmen im Akutfall erforderlich, können aber auch im Einzelfall sinnvoll sein.